Vielen Dank. Als nächstes hören wir Marco Gries von den Piraten. Ja, guten Tag. Ich schließe meinen Vorredner von der NPD an und sage auch, ja, liebe Menschen, und zwar geht es heute um das Thema der Verbesserung der Situation von Flüchtlingen in Deutschland. Fangen wir an mit der ständigen Versetzung von Flüchtlingen. Viele Flüchtlinge hatten eine beschwerliche und traumatische Reise quer durch Afrika, über das Mittelmeer, bis hin zum Beispiel nach Italien oder Lampedusa. Von dort aus werden sie weiterverteilt auf verschiedene Institutionen. Ja? Auf die verschiedenen EU-Länder, zum Beispiel Deutschland. Diese Flüchtlinge werden dann auch wiederum weiter aufgeteilt auf die einzelnen Bundesländer, Landkreise, Städte und Kommunen. Aber auch wenn sie in den Städten oder Kommunen sind, werden die Flüchtlinge meistens doch weiter umverteilt. Dies bringt eine Vielzahl von Problemen mit sich. Zum Beispiel haben die Flüchtlinge nach dieser langen und traumatischen Reise keinerlei Möglichkeiten, sich einfach mal auszuruhen, sondern sie sind immer noch in dem Modus, dass sie nicht wissen, was morgen mit ihnen passiert. Weil im Durchschnitt dauert ein Asylantrag bis zu 7 Monate. In einzelnen Fällen kann es aber schon nach 2 oder 3 Tagen dazu kommen, dass die Flüchtlinge ja, den Asylantrag bewilligt bekommen oder wiederum auf ein anderes Heim weiterverteilt werden. Auch werden oft Familien auseinandergerissen. Die Väter kommen beispielsweise in ein Flüchtlingsheim nach Brandenburg, aber die Mutter und ihr Kind nach Nordrhein-Westfalen. Ein weiterer gravierender Punkt ist die fehlende Gewährleistung von medizinischer Versorgung. Denn im Asylbewerberleistungsgesetz nach § 4 steht, dass ärztliche Hilfe Asylbewerberinnen und Bewerbern nur bei akuten Erkrankungen und Schmerzzuständen gewährt werden dürfen. Dies führt oft dazu, dass in den Flüchtlingsunterkünften, beispielsweise München, Zustände herrschen wie in der dritten Welt. Hilfsorganisationen helfen dort und haben kaum einmal die nötigsten Dinge wie Gummihandschuhe oder Mundspachteln. Und gerade Kinder und Jugendliche sind davon sehr hart betroffen. 1/3 aller Flüchtlinge sind Kinder und Jugendliche. Um noch einmal auf das Heim in München zurückzukommen. Dieser Fall hat mich sehr bewegt. Traumatisierte Jugendliche, hat ein Arzt berichtet, schreien nachts vor Kummer. Tagsüber malen sie Bilder von blutüberströmten, verstümmelten Menschen. Kinder bekommen eitrige Mandeln, weil sie tagelang in Zelten oder Baucontainer übernachten. Und Babys bekommen anstelle von Brei Hackfleisch und haben so Verdauungsprobleme. Und dies alles in einem Land wie Deutschland, das über so viel Geld verfügt, ist für mich unverständlich. Ein Hauptgrund für diese Zustände ist, dass viele Flüchtlingsunterkünfte von privaten Unternehmen geleitet werden. Stand Mai 2015 sind bereits 50% aller Sammelunterkünfte in privaten Händen. Und diese Unternehmen regeln alles, vom Catering bis hin zur Security. Aber das auch nur sehr schlecht. Sehen wir uns einmal den Fall Burbach an. Dort gab es insgesamt 4 Wachleute für 750 Flüchtlinge. Und diese Wachleute sind anhand von Tattoos und ihrer, ja, wie sie sich gegeben haben, wie sie sprechen, haben klar der rechten Szene zuzuordnen, sodass es auch zu Misshandlungen der Flüchtlinge kam. Ich nehme an, jeder kennt diese Bilder und auch das Video, wo ein Flüchtling gezwungen war, sich auf eine Tratze mit eigenem Erbrochenen zu legen. Und das sind einfach unhaltbare Zustände. Deshalb fordere ich, oder beziehungsweise wir von den Piraten, dass Flüchtlingsunterkünfte weiterhin in staatlicher Hand sein sollten. Oder wenn, dass diese Unternehmen viel stärker kontrolliert werden müssen und in die Pflicht genommen werden. Dazu kommen auch noch die Vorurteile gegenüber den Flüchtlingen der Bevölkerung. Viele normale Menschen fühlen sich einfach alleingelassen, ihren Ängsten und Sorgen. Es werden viel zu wenig Öffentlichkeitsarbeit geleistet, es wird zu wenig mit den Medien kooperiert. Das alles schürt Vorurteile gegenüber Flüchtlingen und unbegründete Ängste. Viele Parteien, wie zum Beispiel Nordrhein-Westfalen, die Rechte profitieren von dieser Stimmung und gehen so auf Wählerfang.
Auch wenn man sich einmal die Statistiken ansieht des ersten bzw. zweiten Quartales 2015, gab es allein laut einer Statistik von Mut gegen Rechts 25 Angriffe auf Unterkünfte, 25 tätliche Angriffe gegen Flüchtlinge und 41 fremdenfeindliche Demonstrationen. Vielen Dank. Vielen Dank. Herr Gries, ich bitte Sie um eine Klarstellung Ihrer Äußerungen, da es verschieden aufgenommen wurde. Können Sie sich bitte dazu äußern oder beziehungsweise sich auch entschuldigen? Zu welcher Aussage? Ich wurde verstanden, NPD. Am Anfang wurde NPD verstanden. Ach so, nein, ich meinte den Kollegen von der FDP, weil ich fand nur gut, dass er gesagt hat, dass Menschen gemeint sind, weil oft das kommt in unserer Gesellschaft viel zu kurz. Es wird oft nur von Deutschen geredet oder von Flüchtlingen, aber letztendlich sind es alle Menschen. Deshalb Entschuldigung, wenn es rüberkam. Ich bin etwas nervös, ich habe noch nie von einer so großen Anzahl Menschen geredet, was live im Internet übertragen wird. Und da kann man auch Verständnis haben. Da kann man sicherlich auch Verständnis haben, dass die eine oder andere Verhaspelung dabei ist. Tut mir leid noch einmal. Vielen Dank.